Die sich hier bereit machen vor der Mittagspause. Danach Mittag bis ca. 13 Uhr in der Meereshöhle von Basepol. Übernimmt Schröder noch einmal die Führung. Martin Schröder, der Racing Team, auch mal für den Stockerteam-Extrem mit Problemen. Die Blue Tanks scheinbar ebenfalls weit abgeschlagen unterwegs hier. Die Anja Schnepel, die zweite junge Dame, kann die Geschwindigkeit nicht mitgehen von den Führenden. Eben ja zwei beeindruckende Rennen von den Blue Tanks. Jetzt scheint Schröder noch einmal das Zepter in Hand zu nehmen. Martin Schröder auf Position 1. Der zweite Platz für Strong Bullock in diesem Lauf. Martin hat Geburtstag. Auf 3 scheinbar die Blue Tanks mit Tabak. Der 80 DS-Klasse haben wir gleich ebenfalls den guten Durchgang. Wir haben ja insgesamt 6 Durchgänge an diesem Wochenende hier vor der Brust. Aber die Strecke ist gut informiert. Wir sind gut unterwegs und die letzte Runde ist eingeläutet für die Fahrer und Fahrerinnen. Und es sieht noch einmal nach einem Sieg aus, so scheint es. Für D&D Racing, Schröder holt sich den Sieg auf Platz 1 über die Ziellinie. Martin Schröder abgewunken. Wer nimmt den zweiten Platz mit nach Hause vom letzten Lauf von der Mittagspause? Es ist scheinbar Strong Bulldog noch einmal auf 1, auf 2, auf 3. Die Blue Tanks mit Anja Schnee.